Das Menschengeist muss davon und er muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. In Matthäus 6, 27 haben wir dann, wer von euch vermag durch Sorgen seiner Lebenszeit auch nur eine Elle hinzufügen? Wer vermag durch Sorgen seiner Lebenszeit auch nur eine Elle hinzufügen? Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. Wir singen unser erstes Lied, davon zwei Strophen und die dritte Strophe sofort im Anhang der Andacht. Deswegen stehe ich hier, weil das dauert alles nicht so lange, dann geht es gleich weiter. Haltet den Zettel bereit. Irgendwann fange ich unvermittelt an, die dritte Strophe zu singen, beziehungsweise Strophe 5. Weiß von keinem anderen Kunde als den, der Glauben in Christus hat. Weiß von keinem anderen Kunde, von keinem anderen Weg und Rat, als dass man ihren Arm und Los sich legt in Christi Arm und Schoß. Bleib mit Christus und Sohn erfunden und bin mit gerecht und rein. Bleib ich mit ihm durch den erfunden, so kann ich immer sicher sein. Gott sieht mich auch in Christus an, wer ist der mich verdammen kann. Wer kann mit Sorgen sein Leben verlängern? Das ist so unser Spruch für heute Morgen in der Tageslese. Ich füge hier noch Psalm 127, Vers 2 zu. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen. Denn seinem Geliebten gibt er es im Schlaf. Dieses Wort Schlaf soll heute euer Tageswort sein. Seinen Geliebten gibt der Herr im Schlaf. Es gibt mehrere Wassergeschichten, aber zwei Wassergeschichten im Neuen Testament. Bei einem sind die Jünger im Boot und Jesus nicht. Und auf einmal kommen die Wellen. Jesus sieht es, läuft ganz schnell hin, sogar über Wasser. Was tut er? Schimpft er? Nein, er sagt, habe Mut. Er ermutigt. Wo er nicht im Lebensboot ist, ist Jesus dabei und sagt, habe Mut. Er kommt zu dir und sagt, habe Mut. Die andere Wassergeschichte, da ist Jesus im Lebensboot mit drin und schläft. Schlafen, euer Tageswort. Er schläft. Und wieder kommen die Wellen und der Sturm. Der Sturm über unser Lebensboot, die Sorge, die Angst. Und die Jünger sind da am Schaufeln, versuchen das Wasser aus dem Boot zu kriegen und haben Angst vor dem Sterben. Und Jesus schläft. Die Jünger wecken Jesus, kümmert dich das überhaupt nicht? Kümmert dich überhaupt unser Leben, Gott? Sie wecken ihn. Und er antwortet ihnen sozusagen übertragenerweise, warum schlaft ihr nicht so wie ich? Ist doch nur Sturm. Wieso schlaft ihr nicht so wie ich? Er ist verwundert, dass, wenn er selber in unserem Lebensboot ist, dass die Jünger Sorgen haben. Wenn er nicht im Lebensboot ist und ich mit vielerlei Erfahrungen Gottes schon gesegnet wurde, wie ihr alle wahrscheinlich, mit vielen Naherfahrungen, mit vielen
Durchtragungen, die Gott uns geschenkt hat. Aber wenn er nicht in unserem Lebensboot ist, dann sieht er dich trotzdem die ganze Zeit. Und wenn du eine Not hast, muss er zu dir kommen. Denn niemand besser als er, der Hohepriester, weiß, was es heißt, sich zu sorgen. Nicht weil er. Ich habe dieses Bild mit den Dornen, ist für mich da ein gutes Bild für. Und ich habe nachgeschlagen, im Griechischen steht nicht sorget nicht, sondern vermehrt nicht eure Ängste, indem ihr euch um euer Leben kümmert. Steht bei mir im Griechischen. Vermehrt nicht eure Ängste. Und diese Dornenkrone, ne, ist eigentlich ein schönes Bild für echte, tiefe Depression. Echte Ängste. Die gehen nicht an unserem Jesus vorbei. Denn er ist nicht ein hoher Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern in allem versucht worden ist, so wie wir, doch ohne Sünde. Gegen mein Verderben, doch gläubig und in Christi Kraft. Der alte Mensch musste täglich sterben, der noch nicht tot am Kreuze haft. Jedoch diesmal mich arm und klein und lernt nach Christus ernstlich schreien. Menschengeist muss davon und er muss wieder zur Erde werden, dann sind verloren alle seine Pläne. In Matthäus 6, 27 haben wir dann, wer von euch vermag durch Sorgen seiner Lebenszeit auch nur eine Elle hinzufügen? Wer vermag durch Sorgen seiner Lebenszeit auch nur eine Elle hinzufügen? Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich.